Ich bin für musikmachen.de auf der Musikmesse 2014 hier in unserem Videostudio, darf Gäste begrüßen, die Produktneuheiten mitbringen. Jetzt von Sennheiser, der Stefan bei mir. Hi. Grüß dich. Hallo. Du hast einen Kopfhörer mit dabei, das sehen wir schon. Was ist das genau für einer? Das ist der HD8 DJ aus unserer neuen DJ-Kopfhörerlinie. Wir haben insgesamt drei neue Kopfhörer, die wir hier auf der ProLight präsentieren. Das ist zum einen der HD6 Mix für Studio, wenn man irgendwas abmischen möchte, oder auch für die Bühne eben zwei DJ-Kopfhörer, der HD7 DJ und der HD8 DJ. Warum zeigst du uns jetzt den HD8 DJ? Den zeige ich euch, weil das einfach der größte und der beste Kopfhörer aus der Serie ist. Also das ist unser Spitzenmodell. Genau. Was zeichnet den genau aus? Exzellenter Klang, man kann ihn verstellen, er ist sehr robust, obwohl er auch gleichzeitig sehr leicht ist. Also wenn du ihn stundenlang auf dem Kopf trägst, das ist egal, du merkst ihn irgendwann gar nicht mehr. Du hast hier das Kabel, das du in beide Ohrmuscheln stecken kannst, je nachdem wie du das möchtest, und du kannst eben auch die Ohrmuscheln verstellen. Und hier versteckt sich noch ein weiteres Kabel, da hat man also auch nochmal eine Option, wenn man eben nicht dieses Gequirlte mag. Genau, man kann sich das aussuchen, ob man das lange Kabel nimmt, was ganz normal ist, oder eben das Spiralkabel. Und man kann auch sich die Ohrpolster auswechseln, je nachdem, ob man lieber Leder möchte oder Velour. Okay, diese verschiedenen Ansteckmöglichkeiten hast du schon gezeigt. Ist der eventuell auch hier auf der Messe im Einsatz? Ja, der ist bei uns im Einsatz auf der Messe am Stand in der Halle 8. A70, und da kann man vorbeikommen, kann sich den ganzen Tag die Hörer anhören und testen, weil wir einen DJ haben, der da den ganzen Tag spielt, und einfach vorbeikommen und testen. Falls wir jetzt jemanden da heiß gemacht haben sollten auf diesen HD8 DJ, was ist denn der Preis dafür, wenn das Ding im Handel ist? Der Hörer ist ab sofort im Handel und kostet 349 Euro. Bam, habt ihr auch die Info noch. Vielen Dank, Stefan. Gibt's noch was, was du loswerden möchtest? Nö, für heute reicht's erstmal. Okay, kurz und knackig, so gehört sich das bei den News hier von der Musikmesse 2014. Schöne Messe dir noch, danke fürs Vorbeikommen, und wir bleiben dran an den Neuheiten 2014.